Ja, hallo liebe Leute, ich glaube hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary mit meinem Furorkrieger in der brodelnden Küste. Und zwar ist er momentan hier mit Item Level 287 unterwegs. Wir spielen mit Viererset Boni als auch mit Signet und Einigkeit. Und zum allerersten Mal spielen wir hier unter anderem auch Kirianna. Das heißt, wir haben jetzt diesmal den Speer mit dabei. Dann spielen wir noch Demolieren, wir spielen Schlachthaus und den guten alten Kriegstreiber und schauen wir, ob wir damit auch wirklich irgendwas reißen können. Full PvP geht es immer auch mit dem nicht. Gerade Waffen haben wir hier leider auch nicht, aber wir können hier gleich mal unsere Seelejammer rausholen. Der geht einfach instant für die Bubble. Wir gehen aber seine Bubble direkt shattern und dann schauen wir, ob wir den hier routen können. Und dann gehen wir einfach mal massiv rein in den jungen Herrn. Schauen wir mal, ob wir den komplett zerstören können. Da kann er nichts gegen tun gerade. Da trinket mal einfach raus. Bladestorme hier. Gehen hier nochmal in unseren Wall. Kicken den. Da kann er nicht Iceblock gehen. Vielleicht kriegen wir ihn down. Oh mein Gott, ist der gerade weit weggeblinkt. Wo ging der Blink denn hin, Alter? Der ist einfach auf einmal einen Kilometer weit weg von mir. Können aber hier, glaube ich, den Shami zerreißen. Aber der Demon Hunter hat ihm nochmal eine Darkness gelegt. In der Darkness ist natürlich die Chance, dass wir ihn überhaupt treffen können, sehr stark verringert. Battlemaster Trinket geht an. Kicken können wir ihn hier auch nochmal. Haben wir allerdings gerade nicht genug, um irgendwas an Damage zu machen. Da geht er allerdings down. Wir looten den Schamanen, wenn es geht. Ne, der hat schon freigelassen. Okay, passt. Ansonsten könnte er nämlich jederzeit nochmal aufstehen. So, jetzt gehen wir für den Frostmagier. Wir slowen den hier einmal. Schauen, dass er hier nicht allzu schnell wegkommt. Können ihn hier nochmal kicken, damit er ja nicht in seinen zweiten Block reinkommt. Wobei, ich glaube, den Damage bringen wir gar nicht auf, dass es überhaupt zu weit kommt. Ich weiß nicht, was dieser Ring hätte werden sollen, aber der bringt jetzt nicht allzu viel. Wir können seine Ads hier alle wegfieren vom Windwalker, damit er hier gar keinen Schaden anbringen kann. Den können wir dann erledigen. Und das Erz haben wir schon direkt abgebaut. Das ist schon mal sehr, sehr gut, der Opener. Da drüben ist Verfolgungsjagd gegen Druiden, wie es aussieht. Deren Respawn sollte aber gleich wieder reinkommen. Das war schon mal auf jeden Fall sehr, sehr lucky, dass wir hier gleich mal die ersten paar Erze abbauen konnten. Da drüben ist immer der Druide, ist immer noch nicht down. Jetzt geht er endlich drauf. Wie schauen wir da vorne aus? Da ist einmal der Paladin mit am Start. Schauen wir, ob wir da gerade noch helfen können. Das Erz in der Mitte fährt einmal raus. Da haben wir allerdings auch schon Leute gerade. Da ist der Healer wieder. Der wird aber eh schon Solar Beam. Dann versuchen wir einfach ganz fix den Pali hier einmal zu killen. Der Demon Hunter geht nochmal für den Anti-Tap da hinten. Da geht die Bubble raus. Wir können die Bubble vielleicht checken. Shatter geht raus, Charge geht hinterher. Er wird nochmal hier eingesperrt. Sehr, sehr schön reagiert vom Enhancer-Schamanen hier, dass er gesehen hat, dass es hier down ging. Und dann können wir vielleicht den Pali nochmal routen. Da kommt nochmal Mindspear hinterher, damit er gar nicht mehr rauskommt. Und dann können wir ihn hier endlich killen. Wunderbar. Der ist zwar Full HP, aber das ist nur, weil er gerade seinen Last Stand Brock hat. Da vorne ist wieder der Magier mit am Start. Der kriegt hier direkt eine Melee-Bubble von irgendeinem Paladin. Wobei, ich glaube, den Paladin hat es noch zerrissen davor. Vielleicht wollte er gar nicht dem die Bubble geben gerade. Das könnte ganz gut sein. Vielleicht wollte er sich selber geben und hat sich verklickt. Die haben uns ein Erz geklaut. Ich denke mal, der Großteil von ihrer Gruppe ist irgendwo da oben unterwegs. Gerade da läuft zumindest gerade ein Magier hin und da ist ein Hunter auch noch am Start. Da schauen wir, dass wir gleich mal mithelfen können. Der Heal-Shami ist auch gerade oben und dann schauen wir, dass wir das Erz so schnell es geht contesten können, sodass sie es nicht tappen können. Der gute Vetox ist das hier. Ich glaube, er anti-tappt hier eh schon. Da können wir dann einfach reingehen und ich würde sagen, als allererstes gönnen wir uns den Magier. Der ist halt hart undergeared, der Mage. Der kann absolut gar nichts tun. Wir können hier raus Bladestormen. Dann versuchen wir hier reinzugehen. Sehr, sehr schöner Stun am Start. In einer Sekunde haben wir unseren Speer. Speer geht rein, jetzt kommen sie nicht raus. Das können wir nochmal ganz kurz kicken. Kicken hier eventuell oder vier einmal kurz die Kettenheilung. Jetzt kriege ich den Rogue Leper ins Target. Hallo, jetzt. Das war gerade Verwirrung, war gerade groß. Der will abbauen, das lassen wir nicht so, indem wir den hier einmal ganz kurz anwerfen. Wir haben hier den Ring eingeschlossen. Das bleibt aber nicht permanent, weil uns der eine die ganze Zeit anhittet. Der droppt einfach random Spirit Link Totem. Das können wir instant denyen. Und dann switcht hier nochmal der Enhancer mit drauf. Sehr, sehr schönes Ding. Den Healer zerreißt damit instant. Und den guten Windwalker, den sollten wir, glaube ich, auch down kriegen. Sehr schönes Ding. Der Magier sitzt wieder da hinten und castet durch wie wahnsinnig. Wir können ihn auf jeden Fall gleich mal slowen. Schauen, ob uns hier gleich freezen geht oder ja weniger. Nee, der sitzt da einfach da und hart castet seine Frostblitze durch wie wahnsinnig. Können aber schauen, ob wir hier sein Schild direkt shattern können. Dann geht er eventuell auch in den Eisblock. Sehr schönes Ding. Dann kriegen wir nämlich das Erz hier auch schon. Da war mit dem Shatter spielen hier, mit dem Demolieren, machen wir natürlich gegen Leute, die einen Absorb auf sich haben, mit dem Shatter dementsprechend viel Schaden. Sehen wir das hier gerade? Okay, jetzt war es nicht so viel, weil er das Schild gar nicht ganz hoch gesteckt hatte.
Weil wenn es vorbricht, dann geht die Kanalisierung auch aus. Und da ist natürlich der Vorteil, dass es dann nicht allzu viel bringt. Da drüben ist ein Paladin wieder am Start. Da rennt aber schon einiges von uns gerade rüber. Da soll nämlich gleich mal die Säule hochfahren. War da noch ein Zweiter? Da kommt ein Hunter gerade auch noch runter. Der Pali, der chillt irgendwo da hinten. Das ist überhaupt der Holy Parler gerade. Wir schauen, dass wir eher auf den Hunter gerade gehen. Da können wir nämlich gerade ein bisschen helfen. Der soll hier eh droppen. Sehr schönes Ding. Dann slowen wir den hier. Gehen vielleicht für den Reflect. Der geht aber nicht für den Hodge. Wir können aber dann direkt drauf für den Bladestorm gehen. Will sich hier eh schon wieder aus dem Staub machen, wie es aussieht. Können ihn nochmal hinterher chargen sonst, aber der scheint mich hier gerade nur wegzurennen. Dann gehen wir eher für den Demon Hunter gerade. Der Mönch hinten stirbt eh schon wieder komplett weg gerade. Der Shami ist aber wieder mit am Start. Healing Tide kriegen wir nicht down. Ein Feral opened auf uns mit fast allen Cooldowns. Das ist ein bisschen problematischer. Wir holen hier ganz kurz die Seele raus. Werden hier einmal rausgegrippt. Ich will da aber gerade gar nicht ganz raus, sondern ich will da gerade drinnen bleiben. Können hier einmal alles roten, werden aber selber ganz kurz gerotet. Können den gerade nicht kicken, aber massiv Schaden gerade am Start. Der Holy Pali wird hinten einmal pinnt. Haben hier nochmal unseren Bladestorm, beziehungsweise den Canceln, wa? Kicken hier nochmal ganz kurz die Heilung. Schauen, ob wir da nach hinten leben können. Vieren dann einmal kurz den Heiler hier. Chargen wieder zum anderen zurück. Das können wir gerade nicht unterbrechen. Sollte jetzt aber drauf gehen. Sehr schön auch noch durch die Melee-Bubble durch. Dann gehen wir eher für den Pali hier. Tryen einfach mal Damage rein zu pumpen in den guten, was geht. Sehr, sehr schönes Anspringen. Jetzt werden wir dann gleich für den Reflex gehen. Gehen jetzt für den Reflex. Hodgt sich dadurch nochmal selber. Dann kann er nämlich hier auch nicht viel gegen machen. Und dann können wir schauen. Full Bleeds gehen raus vom Feral Druid. Eventuell können wir es dann nochmal einfach shattern, die Bubble. Aber Bubble schafft er gar nicht mehr. Der Hand da drüben ist auch noch am Contesten vom Erz. Den chargen wir einfach auch mal ganz kurz hinterher. Den sollten wir eigentlich auch direkt down kriegen. Da kann er sich auch nicht wirklich wehren gegen. Und damit fehlt uns eigentlich nur noch ein Erz. Das könnte sein, dass das der Druid hinten gerade kriegt. Ich glaube sogar, da hinten steht nämlich gerade keiner. Yep, das war mal ein sehr, sehr kurzes Vergnügen, würde ich sagen. 1,5 Millionen Damage dann, 8 Kills, 0 Tode, 123.000 Healing dann. Leider viel zu kurze Runde, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab mit unten in die Kommentare. Vergesst und nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. Haut rein. Ciao.